Meteo Schweiz ist nicht zu verwechseln mit dem SRF Meteo vom Schweizer Fernsehen. Meteo Schweiz ist nämlich der nationale Wetter- und Klimadienst, also das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Ihren Hauptsitz haben sie seit Juni 2014 am Flughafen Zürich im Operation Center 1. Direkt neben der Lande- und Startbahn werden hier Prognosen, Forschung und Empfehlungen gemacht. Der Meteodienst ist für alle gedacht. Jeder kann sich da beraten lassen. Das Wetter ist natürlich aber vor allem für eine Berufsgruppe sehr relevant. Und zwar für Piloten. Bei den Sichtflügen zum Beispiel braucht der Pilot mindestens 5 km Sicht. Anders ist das bei den Linienflügen. Die können fast bei jedem Wetter landen. Also wenn man bei Nebel in der jetzigen Jahreszeit 100 Meter Sicht hat, da sieht man ja praktisch nichts so für unsere Empfindungen, da landet die immer noch relativ problemlos. Es gibt ein bisschen mehr Abstand zwischen den Flugzeugen, aber das ist eigentlich alles. Am Flughafen Zürich wird auch Forschung betrieben. Diese Ergebnisse sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit mit dem Wetter. Oft werden die neuen Erkenntnisse von Meteo Schweiz auch in internationalen Publikationen verwendet. Der heutige Stand der Technologie lässt zu, dass man Prognosen bis zu 7 Tage im Voraus machen kann. In der ganzen Schweiz arbeiten 350 Personen für Meteo Schweiz. Am Flughafen sind 200 davon stationiert. Ist es dann nicht verlockend, spontan einen Last-Minute-Flug zu buchen, wenn man schon im Voraus weiss, dass einem schlechtes Wetter auf Schweizer Boden erwartet? Also das kommt ab und zu. Das reicht schon in der Schweiz, wenn du siehst, wie schön das Wetter in den Bergen ist, dass man dort hin will. Noch viel reizvoller könnte es natürlich sein, da schnell den Flieger nehmen und wegzugehen. Aber die meisten sind bis jetzt immer wieder zur Arbeit gekommen und wir haben keine solchen Ausfälle gehabt. Gerade im Sommer 2014 haben die Angestellten von Meteo Schweiz viel zu tun gehabt. Wenn es Wetterereignisse wie Sturm oder starken Niederschlag gibt, sind sie gefragt. Der Herbst hat dafür gut angefangen und lässt auf eine gute Fortsetzung hoffen.